Jahre 1834 siehet es aus, als würde die Bibel Lügen bestraft. Es siehet aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage und die Reichen und Mächtigen am sechsten Tag erschaffen. Und als hätte er ihnen gesagt, herrschet über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern, fahren einen dicken Bentley und tragen Armani. Sie schicken ihre Kinder auf teure Privatschulen und tragen ihre Gesichter wie Masken. Sie reden eine eigene Sprache. Das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Sie berufen sich auf die Regierung. Und die Regierung sagt, das sei nötig, die Ordnung im Staat zu erhalten. Was ist das denn für ein gewaltiges Ding? Der Staat. Der Staat, das sind alle. Die Ordner im Staat sind die Gesetze, durch die das Wohl aller gesichert wird und die aus dem Wohl aller hervorgehen sollten. Aber ist es denn das Wohl aller, wenn die Banken unsere Steuergelder verschlingen, obwohl sie noch genug hätten, um die Hungernden dieser Welt zu ernähren? Die Politiker sollten unsere Vertreter sein, aber vertreten tun sie nur die Reichen und Mächtigen, die sie ihre Unterstützung kaufen können. Die sogenannten Eliten haben nicht vor, ihre Hoheitsgewässer für uns zu öffnen. Ihre Ressourcen bleiben uns verwehrt. Mehr als das, sie haben noch immer nicht genug und versuchen zu nehmen, was uns noch bleibt. Während wir zu ihnen aufsehen, folgen wir ihrem Ruf wie die Lemminge in den Abgrund. Es wird Zeit, dass wir unsere Ziele ins Auge fassen und aufhören, unsere Unterdrücker zu unterstützen. Wir sind die 99%. Wohl drohen sie mit dem Rüstzeug und wirtschaftlichen Ruin. Aber ich sage euch, wer das Schwert erhebt gegen das Volk, der wird durch das Schwert des Volkes umkommen. Machen Sie die Tür auf!